Der letzte Pressetermin vor dem Großkampfabend im Maritimhotel führt traditionellerweise die Kontrahenten zusammen. Und manchmal, aber wirklich nur manchmal, kommt es dabei zu ein paar Nicklichkeiten zwischen den Boxern, auf die die Medien ja eigentlich warten, auch wenn sie es nicht zugeben wollen. Aber diesmal lief alles ganz gesittet ab, denn die gewohnt einsilbigen Äußerungen der Schwergewichtsboxer sagten alle das Gleiche aus. Man hätte sich gut vorbereitet, man werde den Gegner nicht unterschätzen und man freue sich auf den Kampf im Ring. Soweit, so unisono, alle Beteiligten dieser Veranstaltung. Es lohnt sich jedoch noch ein wenig auf die Zwischentöne zu achten. So machte Cavaliers Trainer Sükrü Askü auf die große Schwäche seines Schützlings aufmerksam, die manchmal vernachlässigte Deckung. Ein Hinweis, den Gegner Andrei Rudenko und sein Trainer sicher gern hörten, denn später antwortete Rudenko auf die Frage, warum er noch nie durch ein K.O. unterlag, mit einem Lächeln: weil ich immer auf die Deckung geachtet habe. Womit davon auszugehen ist, dass er das auch beim Titelkampf um den EBU-Titel machen wird. Vielleicht auch deshalb wollte Caballel kein vorzeitiges Ende versprechen, auch wenn es seiner Kampfbilanz vielleicht gut zu Gesicht stehen würde. Selbstbewusstsein auch bei Tom Schwarz, der seine Europameisterschaft gegen den Kroaten Christian Krstatic zu verteidigen hat. Hier wäre zu vermerken, dass sich die beiden beim Fotoshooting im in die Augen starren duellierten. Allerdings verloren eher die Lichtbildner und die Manager die Nerven, sodass der Rekord von 4 Minuten in dieser Disziplin nicht eingestellt wurde. Denn da gibt es auch deutlich wichtigere Wettbewerbe auszufechten, auf die der geneigte Boxfan aber nun doch noch bis Samstag warten muss. Auch bei dieser Medienkonferenz wurde noch einmal über SES-Neuzugang Peter Kadiro gesprochen, aber auch diesmal wurde der Name seines Gegners nicht bekannt gegeben. 6 Schwergewichtskämpfe bekommen Zuschauer der Veranstaltung im Maritimhotel geboten. Im Fernsehen werden am Samstag ab 22.30 Uhr zumindest die beiden Hauptkämpfe zu sehen sein. Und wer bis jetzt keine Eintrittskarte hat, der wird auch keine mehr bekommen, denn der Kampfabend ist ausverkauft. Dennoch haben die Boxfans noch einmal die Gelegenheit zu einem direkten Blick auf die schweren Jungs. Am Freitag beginnt um 14 Uhr das offizielle Wiegen im Bördepark und da darf jeder, der Lust hat, vorbeikommen.